eine Familie um den adventlichen Tisch versammelt. Zum Schloss Weinberg. Rund um den Schlossteich sind bereits die Vorbereitungen für den Christkindlmarkt getroffen. Ein Blick in den Schlossgraben. Polizei und Feuerwehr weisen die Autos auf die Parkplätze. Ein Zubringerbusse bringen die Besucher hinauf zum Schloss Weinberg. Bei den ersten Standeln werden Erfrischungen angeboten. Im Schloss selbst dann wird ein Eintritt verlangt. Die Feuerwehr Käfermarkt stärkt sich während ihres Einsatzes. Bitte.
Ein 500 Jahre alter Schlossbrunnen. Ritterssaal, die Wildbergmusi. Der Volksliedchor Ohlsdorf. Die Stunde soll uns ein wenig hinführen, ein wenig zur inneren Ruhe, vielleicht auch dazu, dass wir eine Tür aufmachen. Im Advent sind wir ja um 8 hoch und die Tür macht weit. Was bedeutet das? Wenn ich eine Tür aufmache, dann verschließe ich mich nicht. Dann schließe ich mich nicht ein. Dann verstecke ich mich nicht. Dann vergrabe ich mich nicht. Wenn ich eine Tür aufmache, dann lasse ich wen zu mir kommen. Dann erwarte ich wen an der Tür. Ob er bekannt oder unbekannt ist, ob ich das einplant habe oder nicht. Wenn der kommt, der klopft, dann weiß er, ich bin für ihn da. Ich helfe ihm, wenn es ihm schlecht geht. Er kann bei mir Vertrauen finden. Er kann bei mir für Zeit Heimat finden. Im Lachen genauso wie in der Traurigkeit. Im Zweifeln genauso wie im Beten. Im Ausatmen und im Aufatmen. Für wen, der zu mir kommt, für den ich eine Tür aufmache. Dass uns das leichter gelingt und dass wir vielleicht von vielen Orten wegkommen, ist über die Musik und der Gesang dienbar. Heute freuen wir uns wieder auf die Wildbergmusi und auf den Volksliedchor Ohlsdorf. Beide haben gern diese Gäste bei uns. Thank you.
Ich bin nicht mehr in der Fahrt.
So, Martin, hier. Ja. Am besten schmecken immer die natürlichen Köstlichkeiten wie Erdäpfel gebraten in dieser alten Maschine. Sogar in den Kellergewölben sind Verkaufsstände untergebracht. Im nächsten Gewölbe kann man Handwerkern bei der Arbeit zusehen. Ein Drechsler bei der Arbeit. Dahinter ein Korb- und Rechenmacher. Zum Schluss